Atalan wird Verbeek-Nachfolger. Knapp 3 Wochen vor dem Saisonstart trennt sich der VfL Bochum überraschend von Trainer Gert-Jan Verbeek. Nachfolger wird Ismail Atalan von den Sportfreunden Lotte. Atalan hatte den Club 2016 in Aufstiegsspielen gegen Waldhof Mannheim in die 3. Liga geführt. Derzeit hospitiert Atalan beim früheren Bayern-Trainer Pep Guardiola, der den englischen Spitzenclub Manchester City trainiert. Muskelfaserriss bei Mainzer Kapitän Bungert. Innenverteidiger Nico Bungert hat während des Testspiels gegen Alemannia Aachen am Samstag einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitten. Dies ergab eine Untersuchung am Montag. Der 30-jährige Kapitän wird voraussichtlich in 2 Wochen wieder ins Training einsteigen können. Kramer schwört Gladbach die Treue. Weltmeister Christoph Kramer kann sich vorstellen, bis zum Karriereende bei Borussia Mönchengladbach zu bleiben. Er wolle erstmal so lange in der Bundesliga bei Gladbach spielen, wie ihn seine Füße tragen würden, sagte er auf t-online.de. Er habe dort alles, was er brauche. Für keine Summe der Welt komme für ihn ein Wechsel ins Ausland in Frage.